Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Worum geht's heute? Heute geht's um den wichtigsten Knoten bei der Feuerwehr. Den allerwichtigsten. Und Feuerwehr Willi hat sie extra schön für euch gemacht, weil es geht um den Krawattenknoten. Okay? Nicht nur bei der Feuerwehr ein ganz wichtiges Teil, aber bei der Feuerwehr hat man oft eine Uniform an. Da muss man sich eine Krawatte binden. Und Feuerwehr Willi lässt euch nicht im Stich. Feuerwehr Willi zeigt dir ganz schnell, wie man einen schönen, gleichmäßigen Krawattenknoten knotet. Los geht's. Man hat eine breite Seite und eine dünne Seite. So, die dünne Seite ziehen wir jetzt ungefähr bis zur, wenn hier die Brust ist, Brustmitte ungefähr, zieht man das hin. So, und man kreuzt jetzt das einmal. So, jetzt müssen wir ein Dreieck bauen. Das geht so. Ich wickele das einmal hier rum. Dann einmal auf der anderen Seite rum. So, und jetzt hat man hier so ein schönes Dreieck. Ne? So, dieses Dreieck. So, das hält man auch ein bisschen stramm. So, und jetzt wirft man einmal so eine Schlaufe rüber. So, wo man hier so durchgucken kann. Und jetzt ne, habe ich die Schlaufe umgeworfen und gehe von hinten da durch. Das war es dann schon. Von hinten da durch. Und schon habe ich einen 1A Krawattenknoten, den ich mit der dünnen Seite verstellen kann. Okay. Wichtig ist dieses Dreieckige. Es gibt andere Knoten, die, wo man dann halt so einen einseitigen Knoten macht, der Knoten dann sowieso schräg sitzt, das sieht nicht aus. Ne? Wenn, dann machen wir es richtig. Also, die untere Spitze bis zur Brustmitte. Und dann macht man hier den Knoten. Einmal so. Rum. Einmal. Ne? Dann einmal hier rum. Und. Dadurch. Wichtig ist, wenn ich das jetzt rausziehe, geht der Knoten auch auf. Ne? Nochmal. Einmal hier kreuzen. Also hier einmal rum. Zap. Hier einmal rum. Zap. Jetzt haben wir hier so ein Dreieck. Das kann man hier ruhig gleich ordentlich machen. Dann einmal außen rum. Man kann das über die Hand rüber werfen. Ne, wenn man jetzt anders das hält. Und hier durch. Von hinten vorne durch. Tada! Und schon hat man einen wunderbaren Krawattenknoten. Ne? Ne, das kleine bis zur Brustmitte. Dann das darüber werfen. Und jetzt einmal hier rum. Einmal von der anderen Seite rum. Das ein bisschen hinziehen ordentlich. Und das ist auch gleich hier so ein bisschen schön. Also nicht zu verfaltet hier oder so ist, sondern richtig schön glatt. Und jetzt einfach mit dem Finger rüberwerfen. Komplett, einmal komplett rüberwerfen. Und da wieder so durch. Da hat man jetzt hier so eine Schlaufe. Dann 1A Krawattenknoten. Muss man hier noch so ein bisschen ziehen. Ihr habt jetzt, also letztendlich habt ihr zwei Verstellmöglichkeiten. Wenn ihr hier an dem Breiten zieht, könnt ihr den Knoten strammer ziehen. Ne? Dann seht ihr, dass das hier so kleiner wird. Ne? Irgendwann wird es auch nicht mehr schön. Und man kann dann auch, wenn zu stramm ist, auch das schwer verstellen. Ne? Also das ist die Verstellung. Man muss, wenn man die Krawatte hier, so wenn das so gemacht ist, so ein bisschen auch hinziehen, so ein bisschen, ne? Bisschen schön machen. Ich zeige das mal an meiner Krawatte. Nochmal einmal schnell gebunden im Schnelldurchlauf.
auch dieses Ende, was ihr habt. Das Ende könnt ihr entweder durch die Schlaufe packen, wenn das reicht von der Länge, oder oberste zwischen erst und zweite Knopfloch einfach durchstecken und weg. Ne? Wichtig auch, achtet darauf, dass die Krawatte hier hinten nicht so unten rausguckt. Ne? Die muss schön unter den Kragen. Okay? Willi macht es nochmal für euch mal so einen Krawattenknoten. Aus der eigenen Ansicht ist das irgendwie immer besser und schneller. Brustmitte, zack. Aber hier, schön stramm ziehen. Rum von der anderen Seite. Na. Bisschen stramm ziehen. Und jetzt haben wir ja schon so schön das Dreieck. Ne? Das ist wichtig, dass hier die Form schon passt. Rumgeworfen. Bisschen gespannt. Jetzt den Kragen hoch. Am besten vorm Spiegel, ich sehe selber nichts. So. Hier hinten aufpassen, dass es schön hochkommt. Den Kragen runter machen. Und jetzt habe ich die Wahl. Entweder ich mache das Ende hier durch. Man kann jetzt auch eine Krawattennadel noch rummachen oder hier unten weiter, ne? Eine Krawattennadel. Oder man stopft das Ende, wie gesagt, zwischen erst und zweite Knopfloch. Hier hinten rein. So. Fertig. Alles klar? Bereit für die nächste Jahresdienstversammlung? Freue mich. Kommentier mal, abonnier den Channel. Super Typ. Bis dann, mach's gut. Dein Feuerwilli. Tschüss.